immer noch in Liverpool. Ja. Morgen nicht mehr. Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Es gibt eigentlich gar kein bestimmtes Thema, warum ich dieses Video heute aufnehme, sondern es ist eher so ein persönliches Geschehen gewesen. Ich habe gestern Abend das Lied Ewigkeit von Fahrt gehört und musste da ziemlich an meine Vergangenheit denken mit meiner alten Crew und habe dann auch bei WhatsApp in die Gruppe geschrieben, hey, ich vermisse euch. Und ja, da ist mir einfach aufgefallen, wie schnell einfach die Zeit vergeht und dass wir viel zu selten die Zeit genießen. Gerade wenn wir jung sind, haben wir das Gefühl, dass wir ewig lange auf der Welt sein werden und dass die Zeit einfach nicht vergeht. Wir warten, wenn wir Kind sind, ewig lange auf Weihnachten oder wir warten ewig lange auf unseren Geburtstag, weil wir uns darauf freuen. Und jetzt, mittlerweile, vergehen die Tage, Jahre wie im Flug. Und an alle, gerade meine Schüler, alle, die ich unterrichte, selbst die Accident Crew in der zweiten Generation, die mittlerweile auch schon in der Ausbildung oder im Studium sind, wissen, glaube ich, langsam, wie schnell die Zeit einfach vergeht. Und an alle, die jünger sind oder die selber Kids unterrichten, genießt die Zeit und macht das Beste daraus. Die Zeit ist so schnell, so, so schnell vorbei. Und unsere Zeit hier auf der Erde ist so, so kurz. Und wir möchten es vielleicht nicht immer wahrhaben, aber es ist die Realität. Und ich möchte einfach auf diesem Weg mal an meine ganze alte Crew einfach Danke sagen für diese geile Zeit früher. Und auch die zweite Generation. Danke, Leute, für die Zeit mit euch. Die gesamte Zeit Accident Crew, seitdem es das gibt. Ihr könnt auch den YouTube-Kanal von denen mal abchecken. Da seht ihr einfach von vorne bis hinten, was so abging. Da gibt es kein Konzept bei dem Channel, aber wir haben einfach festgehalten, was so passiert ist. Und ja, Leute, danke einfach für die Zeit. Und ich hoffe, wir kommen in einen Lebensabschnitt irgendwann, wo wir wieder mehr Zeit miteinander verbringen, weil mittlerweile hat man sich so auseinandergelebt durch Arbeit, Studium, jeder hat sein eigenes Ding am Laufen und ja, so ist das nun mal. Man geht halt mit der Zeit auseinander und man weiß in der Zeit, wo man zusammen ist, das Ganze viel zu wenig zu schätzen und die Zeit ist so schnell vorbei. Deswegen, wenn ihr jetzt gerade in einer Phase seid, wo ihr einfach eine geile Zeit habt mit geilen Leuten um euch, dann genießt die Zeit, irgendwann wird sie vorbei sein. Und dann kommen neue Leute, mit denen ihr wieder eine geile Zeit habt. Ich habe jetzt zum Beispiel auch mit den Leuten von Breakletics immer eine geile Zeit zusammen. Und wenn ich so daran zurückdenke, wie schnell damals die Zeit vergangen ist, dann wird mir jetzt bewusst, dass ich die Zeit einfach viel, viel mehr genießen muss. Und ich glaube, jeder hat Momente in seinem Leben gehabt in der Vergangenheit, wo er auch die Zeit unglaublich geil fand, gerne daran zurückgedacht hat. Aber schaut mal vielleicht jetzt ins Hier und Jetzt in die Gegenwart und vergesst nicht, dass ihr vielleicht auch jetzt gerade eine unglaublich geile Zeit habt und vielleicht zu wenig zu schätzen wisst, wie geil die Zeit eigentlich gerade ist und wie viele schöne Momente ihr habt. Nur weil wir immer wieder zurück in der Vergangenheit leben und in der Vergangenheit denken. Wir können dankbar sein dafür, dass es da war, aber auch im Hier und Jetzt wisst einfach die Momente zu schätzen und die Menschen, die gerade da sind und die Zeit, die ihr gerade habt. Denn auch die Zeit jetzt ist in ein paar Jahren nicht mehr da. Das Leben verändert sich innerhalb von 10 Jahren so rasant und alles kann sich von jetzt auf gleich ändern. Und deswegen genießt das jetzt und wir sehen uns im nächsten Video. Abonniert meinen Kanal. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten, der mit dabei ist. Bis dahin. Ciao.